auf dem Weg nach NRW. Und das Ganze wird jetzt in ein paar Teilen. Ihr kriegt dann natürlich nichts von mit, aber ich muss das ja hinterher zusammenschneiden. Daher, ich hoffe dann, ich wiederhole mich da nicht andauernd. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal aufpassen. Ja, ich habe diesmal ist es nicht fest im Auto integriert. Diesmal hält meine Frau fest, die ist natürlich verstummt, damit ihr sie auch ja nicht hört. ja, und wir fahren dann jetzt im Prinzip hier direkt, kurz nachdem wir zu Hause losgefahren sind, fahren wir direkt auf das Viernheimer Dreieck. Ist das, glaube ich? Nein, das ist das Viernheimer Kreuz. Halten Sie sich rechts. In 430 Metern. Dann nehmen wir ruhig das erste Stück. Ja, die macht automatisch. Das macht sie alles automatisch, dass sie ungefähr richtig bleibt. Wir sind dann jetzt mal gespannt, wie viel überhaupt auf der Autobahn los ist. Eigentlich dürfte ja gar nicht viel los sein, da ja eigentlich keiner irgendwo hinfahren darf. Da ich aber arbeiten muss, ist das Ganze halt eine Fahrt nach NRW. Im leichten Regen, leidigerweise. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Seht es also genau genommen nicht allzu viel weniger los wie sonst. Ich kenne die Strecke ja in- und auswendig. Aber wir fahren ja anscheinend, so wie es aussieht, bis jetzt fahren wir der Sonne entgegen. Vorne würde jetzt die Ausfahrt kommen, damit könnten wir auf die andere Seite von Mannheim fahren. Da hinten sind dann auch so große schwedische Möbelhäuser. Und da vorne fahren bekloppte BMW-Fahrer. Und ja, das war dann jetzt der erste Teil. Den nächsten Teil schneide ich euch dann dran. Da sind wir wieder, das heißt, ihr habt ja keine Unterbrechung drin. Ja, hier ist dann das Stück, diese E-Highway-Teststrecke für die LKWs, wie man an den Oberleitungen schön sehen kann. Das werden ja auch so einige noch nie gesehen haben, denke ich mal. Sieht schon sehr interessant aus. Aber ich habe hier definitiv, obwohl ich hier schon, ich weiß nicht wie viele Male vorbeigefahren bin, noch nie einen Elektroabnehmer gesehen. Halt, was ich mich bei der ganzen Sache immer so frage, die sind überall immer wie auch wegen zu Hause, wegen Elektrosmog und Co. dran gewesen. Wie ist das denn eigentlich bei diesen Dingern? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Die geben ja anscheinend keine Elektro-Laber-Rababer von sich. Aber das, ja, wir werden ja sehen, ob es was bringt oder nicht bringt. Könnte interessant werden, wenn sie dann ganz Deutschland überkabeln wollen, mit Oberleitung überziehen wollen. Ich dachte immer, sowas nennt man dann Eisenbahn, aber gibt es ja anscheinend auch Autobahn auch. Ja, das ist auch diese Teststrecke, ist auch so lang, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren jetzt. Ich glaube, 10, 20 Kilometer, irgend sowas in der Art. Wie man gesehen hat, steht da ja auch maximal 4 Meter Höhe LKWs, also da müssen so einige schon dann schon aufpassen. Gibt zwar nicht allzu viele, die diese 4 Meter Höhe erreichen, aber soll ja doch welche geben. Wir fahren jetzt schon wieder alle viel zu langsam. Ich weiß nicht, was das soll. Aber das ist halt so.
freies Licht. Das heißt, so wie es aussieht, fahren wir echt in besseres Wetter in die Richtung. Sieht mal gar nicht so schlecht aus. Wir fahren jetzt Richtung Frankfurter Kreuz. Das hier müsste ja alles in Darmstadt sein. Nee, ich glaube, in Darmstadt sind wir schon dran vorbei. Hier haben wir dann wieder einen Elefanten drin. Ich glaube, hier kannst du das ja auch gerne machen. Ist ja Platz genug. Wir fahren in diesem Moment genau 130, die vor eigentlich angemessene, wie auch immer, Geschwindigkeit in Deutschland, die wir wahrscheinlich auch demnächst so oder so haben. Ich bin jetzt auch nicht gerade der Raser, nur zwischendurch mal. Ja, nur zwischendurch mal. Wobei das ist mit dem Auto auch nicht möglich. Der regelt so oder so bei 210 ab. Also. Ja, tut er. Ist so. Die Straßenverhältnisse, wie man sieht, lassen das ja so oder so nicht zu. Ich bin die Strecke mal recht frei schon mal mit dem Sportwagen gefahren, da ging das dann auch schon besser. Aber wir haben hier so oder so, so viele Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und es kommen, ich weiß nicht noch, wie viele Baustellen. Das lohnt sich alle gar nicht, hier wirklich schneller zu fahren. Ja, das ist halt nur, an den LKWs vorbeizukommen. Die Teststrecke haben wir ja auch schon wieder hinter uns. Dann machen wir den nächsten Abschnitt dann mal nicht in dieser Baustelle. Wie man sieht, kommt die nächste Baustelle. Dann machen wir die nächste nach dem Frankfurter Kreuz oder vielleicht mittendrin irgendwo. Wollen wir da mal gucken. Ich würde sagen, Pause. etwas weniger los ist als wie sonst.
Es ist zwar nicht wirklich viel weniger los, aber die richtigen Verkehrsaufkommen, die haben wir jetzt natürlich zwischendurch auch nicht aufgenommen. Das ist halt alles nicht so einfach. Ich will jetzt auch nicht die gesamte Fahrt aufnehmen, das ist alles ein bisschen zu blöd. Also würde das, glaube ich, bei 3,5 Stunden Fahrt etwas langweilig. 3,5 Stunden Stammstück wollte er ja schließlich dann auch nicht gucken. Ja, da müssen wir halt ein bisschen mehr zusammenschneiden. Ich hoffe mal, ihr seht jetzt auch ein bisschen was von der Bahn. Vielleicht noch mal kurz.
Ihr seht das Video hier so oder so alle erst, nachdem wir die anderen Videos aus Real und Velva und teilweise Soest. Ich muss mal gucken, was wir hinkriegen. Beziehungsweise wo wir alle noch hin müssen auch. Das wird alle vorher noch kommen. Also die habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen. Und hier sind sogar noch einige Schneereste zu sehen. Halb links abbiegen, danach halb links abbiegen. Ja, unser Navi möchte uns schon wieder, wer weiß wohin schicken. Neuberechnung der Route. Haben die überhaupt auf? Die halb links auf, ne? Abbiegen. Nee, die haben gar nicht auf. Brennt aber Licht drin. Ja. Jo, alles klar, bis dann.